Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde am Call of Duty Black Ops 1 auf dem PC. Wir spielen Hardcore Team Deathmatch, glaube ich, ist das. Wir werden natürlich mal gucken, was abgeht, weil ich mir eigentlich Konsolen spiele mittlerweile. Damals war ich PC-Spieler. Warten natürlich auf den Einstieg in 3, 2, 1 und wir sind am Start. Falsche Waffe genommen. Auf die Mission konzentrieren. Hier wollen wir gucken, dass wir einen guten Score hinlegen. Leute hier nicht campen. Jetzt wissen wir. Na? Spionageflugzeug na? Einsatzbereit. Röntgen ist am Start. Unser Spionageflugzeug wissen wir, ist in der Luft. Als CODs sind leider meist verhext. Aber vielleicht haben wir Glück und die Lobby ist hackfrei. Das wäre natürlich ein Träumchen. Cobra bereit. Oh mein Gott. Geht schon mal sehr gut los. Mal die Cobra raus. Verbündete Cobra unterwegs. Oh, ui, ui. Also bin ich ein bisschen nervös, weil es fängt gerade extrem gut an. Ein bisschen Patrouille laufen. Und so die Showtips. Oh mein Gott. Oh. Uff, was ist los? 9-0. Komm, guck, ey, warum macht die Cobra keine Kills? Der 10. Alter. So, wir haben 10er, wir haben unsere Hunde. Haben wir auch. Freunde, und das ist kein Campen. Das ist Patrouille laufen. Wenn man einen guten Weg hat, den man abspotten kann. Kann das auch machen, ich meine, warum nicht? Da nichts Falsches bei. Von Dröhnchen wäre jetzt echt lecker. Ich glaube, die spawnt so auf der anderen Seite. Nein, der andere Seite. Haben wir. In 15-0. Wären alles skrupellos. Aufpassen, es ist gefährlich, hier runterzufallen. Ja. Haben wir auch? Uiuiuiui. Weiß. Es kam jetzt leider auch kein Call of Duty mehr. Und mehr Fortnite, muss ich sagen. Ich bin gerade weiß irgendwie am Grinden. Also, COD hat wieder richtig Bock. Besonders die alten Teile, weil Black Ops 4 ja kommt. Und. Ja, komm, wir laufen einfach mal. Und Fortnite, ja, ist halt nicht wegen Hype, sondern einfach das Spiel macht mir Spaß. Obwohl ich muss sagen, ich habe am Anfang echt gehatet. Weil ich mir gedacht habe, Okay, ne? So. Aber ich muss sagen, Fortnite macht mir mittlerweile riesen Spaß. Extrem am Suchten. Ich bin auch mega gehypt auf Black Ops 4. Seid gespannt, was Black Ops 4 auf euch zukommen wird. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Wir finden gerade keine Gegner. Wir haben 4 Gegner, die müssen irgendwo auch mal spawnen. Da haben wir Karte abgelaufen. Stimmt. Mein Glück. Spawnt einer hinter mir und ich bin down. Verbündetes Spionageflugzeug. Oh, und Röntgen, ist gut. Hinten, okay. Okay, auf 19er Streak leider gestorben durch eine scheiß Tretmine. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber egal, wir haben einfach einen Streak gehabt. Wollen wir natürlich jetzt direkt nochmal hinterher klatschen. Das Ding. Okay. Jetzt wollen die Gegner ernst machen. Der Gegner hat den Füllschuh jetzt. Jetzt können wir mal richtig Gas geben. Warum? Unterwegs. Warum spielt man mit Blendgranaten bei Call of Duty? Ich verstehe das wirklich nicht. Weißt du, wer ist hier? Rainbow Six Siege? Okay. Da haben wir es gut. Auf jeden Fall gut geholt. Wer ist hier? Rainbow Six Siege? Ich würde nicht sagen. Aber bei Call of Duty Blendgranaten. Ich hoffe auch, dass bei Black Ops 4 keine Blendgranaten geben wird. Weil. Ich finde das absolut schwachsinnig.
Blendgranaten und so ein Scheiß bei Call of Duty ist Schwachsinn. Ein Taktik-Shooter wie Rainbow Six, ja, auf jeden Fall. Durch diesen Arm. Aber so. Ich bin's ein No-Go. Wer auch so spielt, ist auch in meinen Augen der letzte Noob. Spionageflugzeug hätte ich bereit. Der ist absolut schlecht. Er war absolut schlecht. Und dann. 23-4, es läuft entspannt. Aber diese warten auf wieder eigentlich. Boah, der kotzt extrem an. Für die Leute, die mich nicht kennen, könnt mich gerne übrigens, wenn natürlich freiwillig, wenn ihr Lust habt, kostenlos abonnieren. Es kostet euch nichts. Auch. Einfach auf den Abonnier-Button klicken und erfahrt ihr regelmäßig, wann Videos kommen. Ich will jetzt übrigens versuchen, jeden Tag, wie gesagt, zwei Videos hochzuladen, immer 15 und Horrorspiel 19 Uhr. Und ich werde jetzt auch mit Dings anfangen. Jetzt. Ich konnte hier auch zur zweiten Waffe wechseln. A Way Out. Bin ich jetzt auch A Way Out hochladen. Bin mega gespannt, wie das Spiel ist. Ich hab das noch nicht gespielt. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Müssen wir mal ein bisschen konzentrieren, dass wir hier einen guten Score, Endscore haben, weil 26,5. Oder spiel bitte. Spiel nicht Blendgranate. Lass es sein. Ist eklig. Also ein schlecht ist okay, aber nicht nur mit Blendgranate zu spielen. Einsatzbereit. Der Dröhnchen am Start. Bei Black Ops 1 ist schon ein paar Jährchen alt, also da weiß man eigentlich. Wo sein? Noch einer? Guckt euch! Einer? Sind gerade so viele Gegner. Und ein Spiel nicht mehr Kopfhörer. Einfach aus dem Prinzip. Irgendwas ist gerade im Hintergrund oder so, dann bin ich am Start. Und ich werde natürlich von hinten geholt. 31,6. Spionageflugzeug hält sich bereit. 31,6. 31 ist ganz schnell weg. Unter mir. 31. Franzose. Mein Gott, warum habe ich ihn nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hoffe, es ist aber gut. Ich habe die gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Was geht denn hier rum? Hindert. So. Irgendwo ein Gegner. Nehmen. Weiter Druck machen, das schaffen wir. Ich hab den Aimbot angemacht, damit er trifft oder was? Ey, von hinten. Punage, ja, sie. Spionageflugzeug einsatzbereit. So, ich brauch schnell Kills. Eins. Boah, ich muss sagen, Aim aber auf dem PC ist auf jeden Fall am Start. Movement noch nicht so, aber das Aim ist auf jeden Fall schon echt am Start. Hol ich so viel Konsole zu. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Die Zeit ist fast um. Oh nein, jetzt läuft die Zeit noch ab. Das ist gar nicht gut. Komm, komm, komm. Ich finde hier keine Gegner auf dieser Map. Die ist viel zu groß. Hallo, Gegner. Erstmal der Nate hin. So viele Gegner, aber. Wo? Ah, da. Ey, die campen. Wie kann man auf so einer Map campen? Ich verstehe es nicht. Die Runde ist auch vorbei. Ein 35-9 ist okay, aber ich würde sagen. Wegen auf jeden Fall noch eine Runde dran. Und wir sagen, bis in die nächste Runde, Freunde. Und ciao. Ja, Freunde. Doch nicht noch eine Runde hinten dran. Ich habe keine Lobby mehr gefunden. Alle Lobbys einfach broke oder am Cheaten oder zu wenig Leute. Hat sich nicht ergeben. Bisschen kürzer, aber wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Jetzt kommt da aber jede Bewertung, wisst, wie es abläuft. Und nachher kommt Layers of Fear online. Und natürlich, ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Das würde ich mir sagen. Und wir sehen uns dann nachher bei Layers of Fear. Und das würde ich mir sagen. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder, Freunde.